ready? Yeah. Are you ready? Oh, yeah. Come on, let's hit it. Was ist das Street Art Festival? Eigentlich alles, was so die Straßenkunst hergibt. Also zum einen haben wir eine Urban Art Galerie, das heißt, da ist die Straßenkunst aus seiner Stadt ausgestellt. Es gibt verschiedenste 3D-Malereien auf dem Boden. Dann haben wir Urban Art Digital, das heißt, da können die Kinder mit einem Tablet-PC und einem speziellen Zeichenprogramm ihre künstlerische Freiheit ausleben und auch in die Urban Art gehen. Dann haben wir einen Urban Art Workshop, das heißt, da sind Schulklassen beispielsweise auch aufgefordert, vormittags teilzunehmen, hierher zu kommen in den Grünpark Erfurt und dort auch ein bisschen, ja, durch Anleitung eines professionellen Künstlers auch nochmal die Straßenkunst näher kennenzulernen. Das war die Theorie. Wir gehen jetzt einfach mal rein und ich zeige euch, was wir alles so haben. Die 3D-Bodenmalerei funktioniert nur, wenn man durch eine Kamera schaut. Egal ob Handykamera, Foto- oder Videokamera. Der 3D-Effekt entsteht erst, wenn man durch einen bestimmten Winkel auf das Bild blickt. Von diesem Blickpunkt aus beginnt der Künstler, das Werk perspektivisch aufzubauen. Wenn man sich diese 3D-Bilder im Internet anschaut, dann hat bereits jemand diesen Blickwinkel eingenommen und das Foto geschossen. Das Bild ist dann aus der perfekten Position festgehalten worden und so entsteht der 3D-Effekt. Wenn wir mit einem großen Bild fertig sind, markieren wir diesen Standort, sodass der Besucher genau weiß, wo er stehen muss, um den perfekten 3D-Effekt zu sehen. Das Besondere ist, dass du halt kein Publikum hast, was du eingeladen hast vor die Bühne, sondern du hast halt Publikum, was halt irgendwie zwischen Sachen steht. Also sie sind eigentlich hierher gekommen, um Zahnpasta zu kaufen und kriegen dann irgendwie Musik. Und ich denke, so kann man auch, also auf der Straße dann wirklich, kannst du wirklich irgendwie Leuten den Feierabend versüßen oder den Tag versüßen, in denen sie halt unerwartet Musik hören, die sie halt irgendwie sie berühren oder so. Das Street Art Festival im Thüringen Park. Vorbeischauen und mitmachen.